Ja, ach, was ist es schön, euch zu sehen hier. Also, das ist immer wieder wirklich so ein Vorrecht und ich muss schon sagen, es ist einfach großartig, Gottes Gegenwart gemeinsam zu erleben. Ist Gott nicht gut? Ja? Ach, geben wir ihm doch mal die Ehre. Gott ist einfach gut, ja. Also, es ist so ein Vorrecht, dass wir trotz der Einschränkungen eigentlich ohne Einschränkung Gott begegnen können, oder? Es ist wirklich, wirklich großartig. Wir haben gestern ein Online-Alpha-Wochenende erlebt. Ich muss fast mal fragen, wer hat mal ein Alpha-Wochenende erlebt? Ach, wer im Chat ist, der darf auch mal schreiben oder so. Aber hier mal in die Runde, wer kennt denn ein Alpha-Wochenende? Ich meine, ein Alpha-Wochenende, das ist auch bekannt als manchmal unter dem Thema ein Heilig-Geist-Wochenende. Denn es geht einfach darum, erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist. Jetzt muss ich mal noch fragen, wer ist denn erfüllt mit dem Heiligen Geist? Ja, wer kennt das denn? Ich glaube, wenn ich jetzt noch die nächste Frage stellen würde, das lassen wir aber, zu sagen, wer hat so eine Erfüllung online empfangen? Aha, ja, das sind nicht viele dabei, oder? Da würdet ihr sagen, was? Wie geht das denn? Also ich zumindest als jemand, der schon manche Alpha-Wochenenden erlebt hat, viel auch erleben durfte mit dem Heiligen Geist. Ich muss sagen, man kennt das doch, dass man Hände auflegt. Okay, und dass man miteinander betet und dass man miteinander in Zungen singt und dass man miteinander im Lobpreis, in der Anbetung ist. Aber online, ich war wirklich überrascht, ob das funktioniert. Und etwas muss ich euch sagen, also Gott ist so innovativ, ich glaube, er ist uns immer ein paar Schritte voraus. Gott ist so innovativ, er hat damals die Welt erschaffen und er lässt sich auf so viele neue Dinge ein. Ich kann euch nur sagen, verpasst es nicht, euch auf neue Dinge einzulassen. Denn Gott ist schon längst drin. Ich glaube, es war jeder, der bei dem Alpha-Wochenende dabei war, der sagte hinterher, ich habe irgendwo den Heiligen Geist erlebt, wo ich ihn vorher gar nicht erlebt hatte, wo ich ihn noch gar nie erlebt habe. Und viel kann ich jetzt nicht dazu sagen, sonst ist die Zeit tatsächlich vorbei. Aber etwas kann ich dir sagen. Hab große Erwartungen an Gott. Hab große Erwartungen an Gott, denn lass dich nicht begrenzen durch das, was äußerlich ein Rahmen ist, der uns unangenehm erscheint. Oh, Gott ist viel größer. Gott ist so gewaltig und steht da drüber. Und lebe deine Berufung ist ein Thema, wo wir letzte Woche eingestiegen sind. Und etwas, das wir feststellen, ist auch, dass im Rahmen dieser veränderten Möglichkeiten so viel reduziert ist. Ja, wir können so wenig Kleingruppen handhaben. Wir können so wenig Treffen haben. Und so viele, die gar nicht irgendwo in ihrer gewohnten Art und Weise sich einbringen. Der Buchcenter ist im Moment zu. Das Bistro ist zu. Ja, du könntest da gerade denken, ich kann ja meine Gaben gar nicht mehr einbringen. Wie denn? Wie denn? Ich sag dir, Gott ist größer als all die Veränderungen und die Rahmenbedingungen. Er will deine Berufung wirklich freisetzen. Du sollst deine Berufung leben. Und das Stichwort Berufung ist ja was ganz Spannendes. Also eine Tatsache, dass Gott Menschen ruft. Und viele denken sich, ah ja, links und rechts neben mir, das vielleicht, aber doch nicht ich. Gott ruft jeden Menschen. Es ist so unterschiedlich, die ganzen Berufungsgeschichten, die wir lesen in der Bibel, wenn man von einem Mose liest, wenn er dann quasi die Berufung erlebt in der Wüste, ja, weil ein Dornbusch brannte. Ja, wer denkt denn schon, bei mir hat noch kein Wohnzimmertisch gebrannt. Vielleicht hat der Adventskranz mal gebrannt, aber das war keine Berufung, ja. Also das war eher eine Katastrophe. Aber dann ist es so eine Sache, für den Mose war das Brennen von dem Dornbusch auch nichts Besonderes. Das hat dauernd ein Busch gebrannt da in der heißen Wüste. Das Besondere war, dass er nicht aufhörte. Und das Besondere war, dass Mose sich dort näherte und der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt.
Ja, eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Und was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Das ist ein Gebet, das wir auch auf dem Herzen haben für jeden, der sich so auch mit dem Missionswerk in Verbindung setzt und wo wir glauben, dass jeder Gott immer besser kennenlernen kann. Wir sind nie an dem Punkt, wo wir sagen, da gibt es keine Weiterentwicklung mehr. Du kannst Gott noch besser kennenlernen und diese Kraft besser kennenlernen. Und wir haben am letzten Sonntag so den Blick darauf gerichtet, wie ein unermesslich großes Erbe uns Gott durch Jesus anvertraut hat. Welche Fülle das da ist. Und ich kann euch nur ermutigen, schaut da gerne einfach vorbei, wenn jemand diese Predigt nicht hören konnte. Das ist etwas, was bei Kirche vor Ort online steht. Ihr könnt es im Podcast auch anhören. Aber in diesem Text ist noch so viel mehr als nur dieses unermesslich große Erbe. Wir haben das gerade gelesen. Da heißt es dann, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen wurdet. Und damit ihr erkennt diese unermesslich große Kraft, mit der er unter uns, den Glaubenden, wirkt. Und auf diese Punkte wollen wir heute noch ein Stück weit eingehen. Und wir haben am letzten Sonntag gemerkt, es ist Gottes Wunsch, dass unsere Augen des Herzens offen sind. Ja, und da haben wir euch ein schönes Bild euch gezeigt von so einem Kind, das die Augen geöffnet hat. Und das ist etwas ganz Wunderbares, aber wir sollen nicht nur offene Augen haben, sondern wir sollen auch etwas erkennen. Und da haben wir gemerkt, dieses griechische Wort ist ja dieses Wort Eidenei, nicht das schwäbische Wort Heidenei, aber das könnt ihr euch nochmal anhören, wenn ihr Freude daran habt. Aber der Punkt ist, wenn du geöffnete Augen hast, was erkennst du? Ich habe gedacht, ich erzähle euch nochmal die Geschichte, der ein oder andere kennt das aus meinem Leben, dass ich ja so ein besonders guter Deutschschüler war, nicht wahr? Der Deutschlehrer hatte seine helle Freude, meine Diktate zu korrigieren. Ich bis zur 10. Klasse habe ich also den Fehlerschnitt deutlich nach oben geschoben. Also ich glaube, die Klasse war mir höchst dankbar, denn alle hatten dann bessere Noten. Der Lehrer hat immer den Mittelwert, der Fehlerquote war dann eine 3,5. Und ich hätte mich vielleicht, ich hätte mich ums Dreifache steigern müssen, damit ich endlich mal eine 5,5 hinkriege. Also wenn die anderen Fehler im Schnitt so 7 Fehler hatten, waren bei mir 40 oder sowas, ja. Also nur mal so als Idee. Und in der Tat, ich hatte einmal einen Test zu bewerkstelligen, da waren vielleicht 10 Zeilen und in diesem Text waren 40 Fehler versteckt. Und es war ein umfangreicher, es war damals mal eine Bewerbung und ich habe mich da für eine Berufsausbildung beworben. Und alles war wunderbar, bis auf diese Aufgabe. Und in dieser Aufgabe sollte ich also diese 40 Fehler finden und ich habe mir Mühe gegeben. Ich habe auch 25 gefunden und dann war ich doch schon ganz dankbar, dass ich 25 gefunden hatte, bis die mir sagen, also das mit dieser Aufgabe, das ist nicht so ihr Ding, nicht wahr? Also sie haben 10 richtige gefunden und 15 neue reingepackt, ne? Also das ist so eine Sache, ich hatte mit offenen Augen auf diesen Text geguckt, aber ich habe das nicht richtig erkannt. Und das Ziel dessen, was Gott will, ist, dass wir das Richtige erkennen. Vielleicht denkst du, ich bin doch ein lebendiger Christ, also ich habe offene Augen, ich bin auch nicht verschlafen und ich pflege auch meine Beziehung. Aber die Frage ist, was nimmst du mit den Augen deines Herzens wahr? Und da habe ich euch etwas mitgebracht, weil Tatsache ist, ich mag unglaublich Ferngläser. Und ich muss mal schauen, boah, das ist echt der Hammer hier. Wenn ich da in die letzten Reihen schaue, dann sehe ich, dass niemand in der Nase bohrt.
Warum? Jeder hat eine Maske auf. Also, das ist gar nicht schwer, nicht wahr? Aber ich muss euch sagen, das hat mich von Kindheit her immer fasziniert. Ich hatte schon als Kind ein Fernglas und je mehr mein Taschengeld ausgereicht hat, wurden die größer. Ja? Also das ist faszinierend, wenn du in der Bergwelt unterwegs bist und wenn du dann, also ich bin jetzt echt versucht, das hier weiterzumachen, aber das geht jetzt nicht. Also der Punkt ist an diesem Fernglas, wenn Gott dir die Augen des Herzens dahingehend öffnet, dass du das erkennen kannst, dann erkennst du Dinge, die du normalerweise nicht sehen kannst. Und das ist etwas ganz, ganz Wertvolles, weil was wir hier gelesen haben ist, wenn wir im Herzen die Hoffnung erkennen, dann erkennst du in einem solchen Textabschnitt, den du vielleicht da vor dir hast, wo du denkst, der ist ja voller Fehler. Also mein Deutschlehrer, der hat wahrscheinlich gedacht, da ist Hopfen und Malz verloren. Also der hat von mir kein gutes Diktat gesehen, bis zum Ende meiner Schulkarriere in dieser Schule. Und in der nächsten Schule, da war es dann tatsächlich so, dass ein Deutschlehrer da war, der hat sich das einfach gemacht, der sagte, ach, die Deutschnote in dem Jahr, das erledigen wir mit einem Diktat. Und das war bei mir natürlich total der Schock. Ich dachte, was? Nur eine Note und nur ein Diktat? Und tatsächlich, ich habe da zwei Seiten geschrieben und auf diesen zwei Seiten waren drei Fehler. Das war dann die große Wende. Und das ist so eine Sache, wo man einfach feststellt, ah, dazwischen, könnt ihr euch vorstellen, was dazwischen lag? Oh, ganz viel Gebet. Also das ist so eine Erfahrung, wo man feststellen kann, tatsächlich, es gibt Momente, da kann Hoffnung plötzlich nochmal aufkommen. Und diese Hoffnung ist die Frage, ob wir die wahrnehmen. Also ich kenne auch andere, die haben so Texte gesehen und haben gesehen, meine Güte, damals hat man mir das nicht gesagt, aber heute wird man sagen, du hast ja eine Lese-Rechtschreibschwäche. Und dann weiß ich gut, weil das war bei mir in der Familie, das heißt also, meine Frau ist ja Deutschlehrerin, also die hat diese Zeit danach eigentlich erlebt, aber sie findet immer noch viele Fehler in meinen Texten. Dann hat sie auch so einen Text gesehen, hat gesagt, da kann man etwas tun. Und sie sagte, da gibt es Übungen, mit denen man das korrigieren kann. Und das ist etwas, wenn jemand einen Text oder überhaupt ein Umfeld sieht und Fehler wahrnimmt, aber er hat geöffnete Augen des Herzens und hat einen Blick der Hoffnung, dann nimmt er das Defizit wahr und er erkennt die Lösung. Der nimmt die Fehler wahr und er erkennt die Lösung. Er sieht nicht die Fehler und sagt sich, Hopfen und Malz verloren, sondern er erkennt das Defizit und hat Hoffnung. Wenn deine Augen des Herzens dahingehend plötzlich sichtbar sind und du hast plötzlich einen neuen Blick, dann kannst du sagen, boah, tatsächlich, da hinten winkt jemand mit dem Zeigefinger. Ich habe es genau gesehen. Ich habe das total erkannt. Ich habe plötzlich etwas erkannt, das ich normalerweise nicht erkennen würde. Und ich weiß nicht, wie dir das geht. Aber Tatsache ist, dass wir oftmals mit den Augen in unserem Kopf schauen. Also ich glaube, das macht jeder unter uns, oder? Manch einer setzt sich noch ein paar Gläser davor, damit er scharf sieht. Weil er da sagt, die Sehschwäche hat im Laufe des Alters vielleicht nachgelassen. Aber wenn wir nur mit den Augen unserer natürlichen Augen schauen, dann nehmen wir unsere natürliche Realität wahr. Und das ist etwas, was um uns herum einfach uns ja beeinflusst. Und manchmal, wenn wir so mit unseren natürlichen Augen die Realitäten wahrnehmen, dann wirkt das alles viel realer als die Möglichkeiten Gottes. Dann wirkt es oft viel realer als das, was bei Jesus möglich ist. Und wir fürchten das, was wir um uns herum sehen, viel mehr, als dass wir ihm vertrauen. Und ich möchte uns da heute Morgen ganz neu dazu einladen, dass wir nicht nur so mit einem theologisch korrekten Denken da herangehen, sondern dass wir nicht nur mit den Augen in unserem Kopf schauen, sondern dass wir Gott bitten, so wie in Paulus gebetet hat, dass wir uns mit diesem Gebet eins machen und sagen, Gott,
öffne meine Augen des Herzens, dass sie mit Hoffnung sehen, dass ich plötzlich die Situation mit Hoffnung wahrnehmen kann. Was sehen wir denn, wenn wir mit den Augen des Herzens und mit Hoffnung in unsere Umgebung schauen? Ich glaube, wenn du mit Hoffnung schaust, dann kannst du sehen, dass da erneuerte Ehen sind, dass da gesunde Familien sein können, dass da eine neue Generation aufwächst an Kindern, an jungen Erwachsenen, die nicht leiden werden unter den Auswirkungen dessen, was sie erleben, sondern die Gottes Hilfe erleben können und die ganz neu aufblühen und die in ihrem Leben, in ihre Bestimmung hineinkommen. Habt ihr dazu ein Amen? Wir könnten sagen, oh, die Kinder, die jetzt diese Schulzeit erleben, die werden ja, und dann können wir alle Befürchtungen aussprechen. Aber wenn du Hoffnung im Herzen hast, dann wirst du mit Hoffnung auf diese Situation schauen können. Und das ist etwas, das wir sehen dürfen. Wenn wir in die Bibel reinschauen, dann sehen wir, dass Gott ein Gott der Erneuerung ist. Im Jesaja 65, da heißt es mal so, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde und ich sah, wie Gott das alles erneuert. Und ich will uns mal diesen Text vorlesen im Alten Testament. Denn siehe, ich will einen neuen Himmel, eine neue Erde schaffen, dass man das Vorherige nicht mehr gedenken und sich nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Freut euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe. Das siehst du mit Hoffnung. Du siehst mit Hoffnung, was Gott zu tun imstande ist. Du siehst mit Hoffnung, was er heute schon tun will. Und wenn du einen Blick mit Hoffnung hast, dann wirst du ein Bestandteil dessen sein, was Gott tut. Gott will, dass deine Augen des Herzens mit Hoffnung die Dinge wahrnehmen und dass du sie nicht nur registrierst, sondern dass du realisierst, Gottes Kraft ist gegeben und er wird das tun. Ich kann mich noch total daran erinnern, als der Deutschland-Achter Ruderer am Start stand. Und ich kann mich nicht mehr erinnern, ob ich es im Radio gehört habe oder ob ich es im Fernsehen gesehen habe. Aber ich habe das irgendwie so in meiner Fantasie noch total lebendig, als der 2012 gestartet ist. Und das ist ja ein Mythos, oder? Der Deutschland-Ruderer, das Achtergespann, wenn die quasi an den Start gehen, das ist ja so, das ist ein besonderer Wettkampf, oder? 8 Männer, die rudern, ein Schlagmann. Und die hatten vorher 35 Siege, aber Olympia in Peking war eine totale Schmach, also im Vorlauf schon ausgeschieden. Und dann war das so, dass die schon sich reingelegt haben und dann haben die gerudert und bei 1500 Meter war plötzlich die Frage, wird jetzt Großbritannien Deutschland überholen? Werden die Kräfte reichen? Wird es denn genügen? Werden sie das schaffen? Und das war tatsächlich ein total spannendes Finale. Tatsächlich eingebrochen ist dann, glaube ich, Großbritannien und die Kanadier sind an zweiter Stelle rein, während Deutschland den Sieg geholt hat. Es war fulminant und der Schlagmann, der sagte hinterher, wir haben alles gegeben. Und ich will euch Folgendes sagen, diese Ruderer, die haben den Schlagmann eigentlich nur befördert, ne? Und dieser Schlagmann, der sitzt da und macht den Takt, also das im Grunde genommen fast wie auf einer Sklavengaläre. Der sitzt da vorne und gibt den Takt und die anderen müssen rudern. Ja? So könnte man das Ding sehen. Aber wenn du Hoffnung hast, wenn Christen Hoffnung haben, dann werden sie nicht nur aus dem Gehorsam heraus und weil da irgendeine Berufung in ihrem Leben ist, werden sie handeln, sondern sie werden Möglichkeiten sehen. So wie die Deutschen den Sieg vor Augen hatten und sie sagten, wir haben 35 Mal gewonnen, warum nicht jetzt diese Schmach von Peking hinter uns lassen? Und wir geben alles. Und wir lassen uns von dem Schlagmann antreiben. Und er hat die wirklich durch seinen Rhythmus und durch sein Kommando tatsächlich zum Sieg gebracht. Es ist tatsächlich ein großer Unterschied. Warum packe ich an? Warum lebe ich meine Berufung? Warum gebe ich alles? Diese Ruderer haben alles gegeben und wenn sie da aus dem Boot noch irgendwie tanzend rausgesprungen wären, dann hätte man sagen müssen, vielleicht im 3. Platz, dann hätte man gesagt, was, ihr habt noch Energie übrig?
was ist denn jetzt passiert? Aber wir sind in diesen Tagen eingeladen, mit einem Blick der Hoffnung, also Situation und Umstände wahrzunehmen und dann mit dieser Freude, die der Jesaja hier sagt, wo er sagt, freut euch, seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe, mit dieser Freude alles zu geben und zu sagen, boah, ich will dabei sein, was Gott Neues tut. Ich sehe, da ist eine Möglichkeit. Warum siehst du sie? Weil Gott dir eine besondere Gabe gegeben hat, weil er dir den Blick dafür geöffnet hat. Und das ist etwas ganz, ganz Wunderbares. Wer den Blick der Hoffnung im Herzen hat, der wird sich wirklich auch mit anderen verbinden. Der sieht Aufgaben, die sind größer, als er es selbst erledigen kann. Und er wird sagen, so wie die Ruderer, wir legen uns gemeinsam ins Zeug. Unsere Nachfolge ist ja keine Sache eines Einzelkämpfertums. Ich habe so gedacht, dieser Flügel, damit er hier oben steht, da bin ich ganz überzeugt, dass das nicht einer alleine geschafft hat. Also ich könnte natürlich fragen, wer hat hier mit angepackt, aber wenn man so einen Flügel bewegt, dann sind das gleich mehrere, die damit anpacken und meistens einer, der sagt, Achtung, wir müssen in der Balance bleiben, halt höher und so weiter und so fort. Wenn du ein großes bewegen willst, musst du dich mit anderen verbinden. Das mag eine Herausforderung in diesen Tagen sein, aber es gehört immer dazu, die Bereitschaft zur Demut. Es gehört immer dazu, sich einzufügen. Es gehört immer dazu, dass ich sage, ja, weil ich das Größere im Blick habe, werde ich da mitmachen, auch bei Dingen, die mir nicht so angenehm sind. Ja, manche Dinge sind im Moment auch nicht so ganz einfach, aber sie sind da. Also, wer wirklich diesen Blick der Hoffnung im Herzen hat, der wird Freude haben, der wird sich mit anderen verbinden und drittens, er wird mit Freude alles geben. Er wird nichts zurückhalten und sagen, oh, das halte ich mal als Notgroschen zur Seite, sondern der gibt tatsächlich alles. Und wisst ihr, wer Freude und Hoffnung im Herzen hat, der wird sich nicht von Befürchtungen leiten lassen. Wenn du jetzt zum Beispiel jemand bist, der gerne laufen geht, dann könntest du sagen, oh, es sieht aus, als würde es regnen. Ich glaube, wir lassen das mal heute, oder? Und du könntest viele Gründe finden, warum es vielleicht heute unpassend ist. Aber mit Hoffnung, wenn du sagst, ach nee, ich will doch gerne mich bewegen, das ist für meinen Körper gut, das brauche ich. Und wisst ihr, also manche, die sagen dann immer, ach nass werde ich sowieso, ich muss hinterher sowieso unter die Dusche, also die paar Tropfen schaden nicht. Jesaja hat einen ganz, ganz interessanten Text und eine ganz interessante Zusage mal gegeben, die fast wie für unsere Zeit geschrieben wurde. Wer das Buch Jesaja mal gelesen hat, der liest im Kapitel 8, Vers 12, da sagt er mal Folgendes. Ihr sollt nicht alles Verschwörung nennen, was dieses Volk Verschwörung nennt. Und vor dem, was sie fürchten, fürchtet euch nicht und lasst euch nicht grauen. Habt ihr diesen Vers schon mal in den Kontext unserer Zeit hineingenommen? Wir könnten so viele Befürchtungen aufnehmen und sagen, oh, ich mach das nicht und ich mach jenes nicht. Und wir könnten uns auch fürchten und entsprechend uns zurückziehen. Aber wisst ihr was? Wir sollten uns diese Worte zu eigen machen, wo ein Josua hörte, fürchte dich nicht, sei nur mutig und stark. Und wir sollten uns nicht in einen Chor einfügen, wo einfach viele Leute sagen, das ist eine Verschwörung, das ist eine Verschwörung und jenes ist eine Verschwörung. Ich möchte da gar nicht ins Detail gehen, aber weißt du, wo du merkst, ob du auf die Wahrheit setzt oder auf irgendeine Sache? Nun, die Wahrheit macht uns frei. Die Wahrheit macht uns frei. Es ist die Wahrheit, die dich frei macht und es ist die Verschwörung, die dich mit Befürchtungen sich reduzieren lässt. Und viele haben ihren Platz verlassen, weil sie sich aufgrund der Furcht zurückgenommen haben. Viele haben ihre Berufung verlassen oder vernachlässigt. Und ich möchte euch sagen, wenn du merkst, dass die Hoffnung in deinem Herzen fehlt, dann bete doch einfach mit Paulus, dass du geöffnete Augen des Herzens bekommst und mit einem Blick der Hoffnung das alles wahrnehmen kannst. Und ich möchte uns eigentlich sagen, ganz kurz gehe ich noch auf diesen zweiten Aspekt ein.
Nämlich, wenn wir so unterwegs sind, und das ist ja, was wir hier gelesen haben, dann gibt es ja auch nicht nur die Hoffnung. Die Hoffnung, die ist eine ganz wichtige Basis, aber es braucht auch den Blick und diese Wahrnehmung der Kraft Gottes. Diese Kraft Gottes, die Paulus hier sagt, er möchte, dass wir sie wahrnehmen mit den Augen des Herzens. Manche Menschen, die haben eine Hoffnung, aber sie zögern, in die Umsetzung zu gehen, sie zögern, voranzugehen, weil ihnen fehlt an dieser Stelle der Blick auf die tatsächliche Kraft und Kompetenz. Und Mose hat seine Berufung erlebt, und was waren seine Worte zu Gott? Gott, nimm einen anderen, ich kann nicht. Ich kann nicht reden, sagte er. Und bestreitet Gott überhaupt nicht. Er sagt nicht, Mose, das ist doch eine Ausrede. Sagt er nicht. Er sagt, okay, du sagst, ich kann nicht, aber wir werden dieses Problem lösen. Und das ist etwas, das tatsächlich durch die Kraft Gottes möglich ist, dass wir plötzlich Dinge möglich werden, die auch ganz sachlich betrachtet, vielleicht nicht in unseren Möglichkeiten sind. Und ich möchte darauf ganz kurz hinweisen, damit wir tatsächlich da in diese Richtung unterwegs sein können, hilft es nur, eben genau das einzusetzen, was Paulus erwähnt und was wir hier an dieser Stelle sehen, nämlich, dass wir sehen, diese Kraft Gottes, die unter uns den Glaubenden am Wirken ist. Es macht der Glaube plötzlich diese Kraft in deinem Leben greifbar. Es ist der Glaube, der das Ganze möglich macht. Und Abraham ist der Vater des Glaubens. Und dieser Vater des Glaubens, der ging uns da wirklich entscheidende Schritte voraus. Und wer das mal nachlesen will, der kann einfach im ersten Buch Mose, Kapitel 12, einsteigen in diese Geschichte. Da sagt nämlich Gott zu dem Abraham, ich will dich zu einem großen Volk machen. Ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Und ich glaube, viele haben diesen Vers schon erlebt, wie Gott diesen Vers auch für sie persönlich ins Herz gesprochen hat. Und das ist eine Wahrheit. Gott will das nämlich bei jedem tun, weil es sein Wesen ist. Er will dich segnen und er will dich zum Segen machen. Aber damit beginnt diese Geschichte. Damit beginnt diese Geschichte. Und dann lesen wir, dass ein Abraham losging. Und er hat noch wenig erlebt, er hat noch gar nichts gesehen. Er ging unterwegs und wir lesen dann in Kapitel 15 plötzlich eine neue Begegnung Gottes mit dem Abraham. Und in der Zwischenzeit sind 11 Jahre vergangen. Abraham war 75 Jahre in Kapitel 12 und in Kapitel 15 hat er inzwischen 11 Jahre mit Gott Dinge erlebt. Und das würde zu weit führen, zu erwähnen, was er in Ägypten erlebt hat und was er in den Kriegen erlebt hat. Aber er hat immer wieder Gottes Kraft erlebt. Und Abraham ging mit Gott. Und das ganz Spannende ist, dass er so unterwegs war und dann sagt Gott zu ihm, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Und was sagt der Abraham daraufhin? Sagt er, ach Gott, was soll ich mit dem Lohn? Was soll ich mit dem Lohn? Ich habe noch kein Nachkommen. Du hast mal erwähnt, damals vor 11 Jahren, du würdest mir ein großes Volk bescheren, aber das hast du irgendwie vergessen, das ist nicht auf der Agenda. Tatsächlich sagt Gott, doch, du wirst noch ein Nachkommen bekommen. Du wirst noch ein Nachkommen bekommen. Und obwohl 11 Jahre vergangen sind, Abraham jetzt 86 Jahre alt war, dann liest man in Vers 6, Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Und das ist der Schlüssel. Tatsächlich liest man weiter und die Geschichte geht weiter bis 1. Mose 21. Und das Spannende ist dann, dass Abraham 99 Jahre alt wurde. Und Gott ist ihm erneut begegnet. Und jetzt war Abraham selbst auch in der damaligen Zeit, nicht, dass wir denken müssten, ach, das war ja damals. Ja gut, damals war das natürlich, dass man mit 99 Jahren noch Kinder bekam. Nein, war es nicht. Und Abraham sagte, das ist jetzt vorbei. Aber der Punkt war,
Gott hat tatsächlich diese Verheißung erfüllt nach 25 Jahren. Und das Entscheidende an dieser Stelle ist, wir alle sind herausgefordert, solche Distanzen im Glauben zu überbrücken. Denn nur im Glauben können wir tatsächlich diesen Weg zwischen dem, was wir heute als Realität mit den Augen in unserem Kopf wahrnehmen und zwischen der Perspektive, die Gott mit den Hoffnungen, mit den Augen unseres Herzens wahrnehmen lässt, überbrücken. Es ist ein Weg des Glaubens, den du gehst. Und es ist erforderlich, dass du dazu die Kraft Gottes wahrnimmst. Paulus betet, dass die Augen des Herzens offen sind und dass wir wahrnehmen, welche übermächtige Kraft Gott unter uns am Wirken lässt. Wir können das nämlich übersehen. Deswegen lesen wir immer wieder Zeugnisse vor. Deswegen betonen wir immer wieder das. Was hat Gott getan? Wir müssen die Dinge wahrnehmen. Was tut Gott unter uns? Und wenn du das wahrnimmst, dann kannst du deinen Glauben stärken. Und wenn du deinen Glauben stärkst, dann bist du in der Lage, in deiner Berufung zu leben. Das ist die Grundlage. Wir brauchen einen Blick der Hoffnung und wir brauchen ein Bewusstsein der Kraft, die Gott tatsächlich tun will. Und wenn dein Glaube gestärkt werden soll, dann musst du mit den Augen des Herzens auf die Größe Gottes schauen. Das ist der Schlüssel, dass wir sagen müssen, so kommt Hoffnung, so kommt diese Kraft in unser Leben. Und wisst ihr, warum das so arg wichtig war? Ich habe euch noch ein Bild mitgebracht. Paulus schreibt das den Christen in Ephesus. Ephesus, das war eine Stadt, und da habe ich euch ein Bild, das man heute einfach auch machen kann. Wer nach Ephesus fährt, kann auch diese Tempelanlagen besuchen, die damals in Betrieb waren. Man redet ja von über 2000 Tempelprostituierten, die in diesen Tempeln den Göttern der Aphrodite und alles da gedient haben. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Ich weiß gar nicht, wie das ist, aber der Punkt ist, Ephesus war ein Zentrum der Macht. Und wenn du den Epheserbrief liest, dann liest du 3 Kapitel lang die übermächtige Beleuchtung der Kraft Gottes. Und was Paulus sagt ist, gegenüber dieser Macht, die ihr seht, ist die Demonstration dessen, was wir erlebt haben, als Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, überhaupt verblasst alles. Die größte Macht, die größte Tempel, die größte Machtzentrale wird eigentlich in den Schatten gestellt hinter dem Ereignis, dass Gott den Tod überwunden hat. Dass er den Tod besiegt hat, dass Jesus von den, das beleuchtet der Paulus 3 Kapitel lang. Und dann kommt endlich, wenn du diesen ganzen Text liest, das Kapitel 4. Und das Kapitel 4 beginnt dann endlich mit den Versen, deshalb. Nachdem alles aufgebaut wurde, dann sagt er, deshalb, weil diese göttliche Macht größer ist wie jedes andere Machtzentrum, fordere ich euch auf, ein Leben zu führen, das eurer Berufung würdig ist. Denn ihr seid ja von Gott berufen worden. So seid freundlich, demütig, geduldig und im Umgang miteinander. Ertragt einander voller Liebe. Einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Paulus geht darauf ein und er sagt, oh, die Kraft Gottes ist so groß. Das mächtige Erbe, das er euch gegeben hat, ihr dürft aus seiner Fülle nehmen. Er zeigt euch mit einem Herzen, das geöffnet ist, mit einem Blick der Hoffnung, was möglich ist. Und er zeigt euch auch, welche Kraft da sichtbar ist. Also ihr seid nicht ohnmächtig diesen ganzen Umständen gegenüber ausgeliefert. Da ist nicht Hopfen und Malz verloren, sondern ganz im Gegenteil, da ist Gottes Kraft und deswegen leb in deiner Berufung. Und in diesem Kurs wollen wir wirklich darauf eingehen, dass wir sehen, welche individuellen Gaben hat Gott dir gegeben. Jedem hat Gott Gnade gegeben nach dem Maß, das Christus für ihn gesehen hat und gegeben hat. Und das ist etwas, wo wir sagen, da wollen wir uns ganz, ganz tief ausstrecken. Ich möchte einfach uns ganz neu ermutigen, dass wir da eintauchen. Ja, ihr könnt da einfach auf diese Webseite gehen und dann seht ihr die Themen, die wir behandeln wollen. Aber ich glaube, etwas, das wir ganz neu in diesen Tagen sehen dürfen, ist, Gott
gibt seine Kraft in schwache Gefäße, aber zu seiner Ehre. Und ich möchte gerne mit uns beten und ich lade uns an diesem Morgen einfach ein. Stehen wir doch zusammen auf. Wenn du zu Hause bist, nimm dir jetzt einen Moment in der Gegenwart Gottes und lass dann ganz neu deine Berufung lebendig werden. Lass sie ganz neu bestätigen von Gott. Lass dir von Gott ganz neu einfach aufzeigen, wie er dir einen Blick der Hoffnung gibt und ein Bewusstsein seiner Kraft und dass dein Glaube an dieser Stelle ganz neu gestärkt wird.